Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Fahrt von Bratislava nach Debrecen. Oh, wir müssen Vorfahrt gewähren. Ja, die Fahrt war. Ja, die Strecke ist so weit, dass wir die splitten müssen. So. Kommt nix. Ja, jetzt fahren wir hier noch ein bisschen Landstraße. Und hoffen, dass wir den Autokran. Den Kranwagen sicher am Bestimmungsort abliefern können. Gucken, ob wir hier an der Anhöhe scheitern werden. Hinter uns drängeln sie auch. Viehtransport. Ach, hier ist ja eine Menge los, ey. Guckt euch das an. Guckt euch das an, das Stau. So, wir können wieder 90 fahren. Ne, 80. Gerade schon 90 da, oder? Wir könnten noch mal zurückspulen und gucken, ob da wirklich 90 stand. So. Na gut, dann fahren wir halt 80. Also da steht 90 dran. Ja, für die normalen Autos, ne? Okay. Oh. Ich muss hier rechts rum. Links rum. Ach du heilige Nase, guckt euch das an. Ach so, der blinkt schon, dass er darauf kann. Okay. Die blinken alle schon so zeitig. Ja, so viel dazu zu dem verstärkten Verkehr hier auf den Straßen. Wir stehen hier und kommen nicht rüber. Okay. Weil wir sind ja wirklich die Angearschten hier. Wir müssen erstmal den Links- und Rechtsverkehr abwarten und dann auch noch den Verkehr, der dort gegenüber steht. Das wird doch nie was. Okay. Ich find's witzig. Hilft es, wenn ich hupe? Ja, da ist einer rübergefahren. Was ist denn los hier? Polizei, regelt das mal. Ach, wollen wir mal auf die Karte gucken hier? Ob wir hier irgendwo anders langkommen? Rechts rum? Wir fahren rechts rum. Und dann fahren wir da lang und dann da lang und dann da lang und dann da lang und dann fahren wir wieder da raus. Weil ich weiß nicht, wie lange wir hier stehen. Da kommen ständig Autos. Da kommen ständig Autos. Da stehen eine ganze Menge Autos. Und die fahren hier nicht rüber. Hallo? Oh, jetzt fährt ein LKW. Ach, der da vorne steht doch noch für geradeaus. Warte, wir fahren geradeaus, oder? Oder? Ich fahre geradeaus. Dann haben wir die Stadt wenigstens noch entdeckt. Oh. Ich fahre geradeaus. So. Dann werden wir gleich mal da. Was war denn das? Budapest. Genau. Dann gleich mal die Stadt entdecken. Ich glaube, als Linksabbieger hätten wir noch eine ganze Weile gestanden, oder? Blitzer. Hallo. Okay. Ach, wir werden bloß das eine Fragezeichen hier entdecken. Erster Aufenthalt in Budapest, dann kann ich wieder fahren. So. Genau. Ach, da kommen wir gar nicht rauf. Nee, doch. Autobahn unten durch und dann. Ja, passt schon. Richtung irgendwas, keine Ahnung.
Brems. So. Es geht vorwärts. Und da vorne ist wieder rot. Zumindest entdecken wir da einen LKW-Händler, oder? Ist das LKW-Händler? Renault Trucks. Cool. Sieht da drüben am Zaun die Jetzt flackert der Zaun. Yeah. So, Ampelrennen gewonnen. So, wir fahren immer noch geradeaus. Und irgendwann müssten wir denn da, genau. Irgendwann links. Dann fahren wir jetzt schon mal links. So, das bleibt noch grün. Ey, komm. Das war gelb. Da konnte ich mit meiner Last nicht mehr bremsen. Ah, da vorne müssen wir bremsen, da kommen wir nicht durch. Ah, jetzt hat das Navi umgeschalten. Okay. Gut. Ah, jetzt komme ich wieder nicht aus dem Tee hier. Gut. Na komm. Los, beschleunige. Wir können 50 fahren. Ach, wieder Blitzer. Aber wir fahren ja ordentlich. Da vorne ist der Blitzer. So, dann sind wir schon wieder raus aus Budapest. Okay, da geht's nach Wien. Okay. Alter! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich hab's schon knallen sehen. Da ist der... Ich dachte, der Blaue fährt noch rum und der Weiße hält den an. Nö. Der knallt auch noch rum. Alter Schwede. Oh, jetzt stehen wir hier wieder so ewig. Ah, da kommen wieder so viele Autos. Was denn hier los? Nee. Jetzt können wir. Jetzt können wir. So. Okay. Das soll entspannen, das Spiel, aber da hat man voll den Stress, ey. Termine. Haufen Autos, umfahren. Und da vorne halten sie an, ey. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn das? Hallo? Beschleunigungsstreifen? Schon mal gehört? Und wenn es nicht geht? Halt auf dem Standstreifen weiterfahren. Ah, jetzt bin ich auch nicht gerade besonders schnell, aber... Der hinter mir hat es mitbekommen. Jo. Da sind wir auf der Autobahn und haben jetzt noch 186 Kilometer, also das ist noch ein ganzes Stück. Und ein Parken muss ich auch noch. Heieieiei. Da haben wir wieder eingezäunte Sonnenblumen. Besonders geschützt. Ach, das sind keine Sonnenblumen, das sind... Das Gelbe ist Gold, deswegen ist das eingezäunt. Blattgold. Naja, okay.
So, dann nehmen wir die Abfahrt. Debrichen. Debrichen. Keine Ahnung. So. Parkplatz in 700 Meter. Wir brauchen... Oh, wir müssen bald pennen. Ach, dann haben wir doch wieder so ein... Nee, die Fahrt schaffen wir jetzt noch zu Ende. Dann gehe ich zweimal pennen, oder? Ist auch doof, denn wieder in der Nacht zu fahren. Aber das Bettchen da ist alles fast blau. Und wir haben noch 100... warte mal. Wir haben jetzt noch... Oh. Restzeit 3 Stunden 48. Nächste Pause in 2 Stunden 9. Und wir brauchen noch 2 Stunden 30. Oh oh. Ich fahre mal ein bisschen schneller. Weil wir können nicht mehr schlafen gehen, weil die Fracht bald da sein muss. Ups. Spätestens 13.36 Uhr muss er da sein. Was haben wir denn gemacht hier? Haben wir das vertrödelt alles? Verstehe ich nicht. Naja, wir müssen ein bisschen schneller fahren. Jo. Okay. Gucken wir, ob wir das noch schaffen. Aber für eine ganze Tour. Kompletten Schlafdings. Also war ja auch eine lange Strecke hier. Oder ist ja auch eine lange Strecke so. So, wie viele Kilometer haben wir noch? 115. Ups. Aber ich bin jetzt schon müde hier, wa? Eilig hier mit den 55 Tonnen über die Autobahn. 12.02 Uhr, 12.01 Uhr. 1 Stunde 45 Minuten und nächste Pause müssen wir 1 Stunde 40 machen. Da wir jetzt ein bisschen schneller fahren, könnte das fast gerade noch so hinhauen. Aber nur fast. Ups. Ja, siehst du. Gähnen muss ich auch schon. Hundert Kilometer noch. Anderthalb Stunden. Wie ist denn das? Dann fahren wir den Rest wieder Stücke wieder mit. Auf der Landstraße? Nee. Eigentlich, ja. Eigentlich Autobahn bis zum Schluss, ja. Okay. Lass mich rüber. Lass mich rüber. Er hat gebremst. Ja, was ist mit denen da oben? Da stehen Männchen auf der Verkehrsbrücke. Was ist denn da los? Und haben gewunken. Also einer hat zumindest gewunken. Was ist denn das? Verrückt. So, dann fahren wir jetzt hier wieder rüber. Und wir haben noch... 66 Kilometer. Oh. Blitzer. Na, schafft das noch? Oh, wo kommt denn der Blitzer? Ach, da vorne erst irgendwo.
Ja, gut. So, wir müssen jetzt wieder rüber. Komm, lass mich rüber. Danke. Weil die Abfahrt funktioniert für mich nicht. Na, Blitzer vorbei, okay. Großes Windrad. Der brechen. Okay. Ach, das Bett ist rot. Warum? Ist doch erst in einer Stunde. Jetzt müssen wir hier runter, oder? Ja. Ich will doch den Kram auch rechtzeitig abliefern. Oh ja, komm. Mach dich nicht ins Hemde. Oh. 40. Na gut. Fahren wir 30. Schwere Last hinten dran. Okay. Oh. Schiebt ganz schön die Last. Aber wir kommen hier gut um die Kurve rum. So. Irgendwie war noch ein Auto neben uns, oder? Habe ich mich getäuscht. Okay. Ja, wir finden bald eine. Ach nee, jetzt gehen die Augen schon langsam zu hier. Was ist denn das jetzt? Der Brechen. Wir sind doch gleich da. Ach, können wir 80 weiterfahren, okay. So, da vorne noch rechts rum. Was? Oh, komm. Ey, da stand doch. Da stand doch noch 80. Ich guck mir das nochmal an. Oh. Das war knapp, oder? Naja. Jetzt eiern wir hier wieder vor der Ampel rum hier. So, darum und dann da ist das Ziel. Aber müssen wir noch einparken. Und müssen wir noch einen Parkplatz finden. Können wir jetzt schon mal gucken. Da können wir schlafen. Na, fahre, ist grün. So. Einmal hier rum. Sie werden wieder. Unfall? Ist das Heck ausgeschwenkt, wa? Ach, du heilige Nase. Das musste jetzt auch noch passieren, ey. Alter, die war gelb. Die war jetzt definitiv gelb. Der Bus ist auch noch gefahren. Ach, Manometer. Wie? Und jetzt müssen wir das auch noch hier abliefern. Ich glaube, ich stelle das Ding da einfach so hin. Ich glaube, ich stelle das Ding einfach hier hin. So. Hier. Da. Einfach geradeaus. Kein Bock, da hinten rumzurangieren. So, fertig. Wir haben es geschafft. Hm, 24.600, okay.
Ah, wir sind Level aufgestiegen, jawohl. Dann verteilen wir nochmal hier einen Punkt für hochwertige Fracht. Und fahren dann einfach mal zu so einem Schlafplatz. So, wo haben wir denn einen Schlafplatz? Müssen wir uns beeilen. Ja, ich werde müde. Hui. Da ist einer. Ja. Okay. Hier ist ein Hotel. Wo können wir denn hier schlafen? Nö. Sind wir irgendwo gegenfahren? Nö. Ah, Hotel für LKW-Fahrer. Die im LKW schlafen. So, stopp. Ich bin nicht gegengefahren, ja? Motor aus. Und wir schlafen mal eine Runde. Dann haben wir es wieder Abend. Und wir schlafen dann nochmal eine Runde. Haben wir jetzt doppelt ausgeruht. Okay. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis dann. Ciao.